So wie es Allah im heiligen Hadith gesagt hat, es gibt nichts an Taten, die ich meinem Diener auferlegt habe, die mir lieber sind als die Pflichten. Und mein Diener nähert sich mir weiter durch freiwillige Taten, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, durch das er hört, und sein Blick, durch das er sieht, und seine Hand, durch die er anfasst, und sein Bein, durch das er geht. Und wenn er mich bittet, so gebe ich ihm, und wenn er um Hilfe sucht, so helfe ich ihm. Möge Allah uns dazu zählen.